Hey yo, ich habe mich neulich beim Kiwi Verlag um ein Rezensionsexemplar beworben und ich dachte, das funktioniert nicht, weil ich habe nur so 100 Follower auf Instagram, aber die haben mich angenommen und dann hat es eine Weile gedauert, bis sie mir das zugeschickt haben und dann habe ich es geschickt bekommen, als ich gerade im Urlaub war. Und jetzt bin ich auch bei meiner Mutter zu Hause und meine Mitbewohner hat mir geschrieben, hey, das Buch ist da und dann hat sie es mir jetzt nachgeschickt. Das heißt, ich habe es heute bekommen, das ist dieses Buch hier. Und der Kiwi Verlag möchte aber, dass meine Rezension am Erscheinungstag online geht und das ist übermorgen. Das heißt, ich habe heute, jetzt ist schon Abend, morgen und dann noch übermorgen teilweise, um das Buch zu lesen. Deswegen dachte ich, mache ich jetzt einen kurzen Leseblog oder versuche oder guck mal, ob das Buch es hergibt und versuche dieses Buch in 3 Tagen zu lesen. Das ist von einer indischen Autorin, indisch-kanadisch, glaube ich. Und es geht um eine Familie, ist eine Familiengeschichte, also meine Familie und es passiert eine Tragödie, mehr weiß ich noch gar nicht. Hat mich aber sehr interessiert, weil ich die letzte indische Autorin, die ich gelesen habe, Arundhati Roy, davon habe ich in meinem Lesemonat erzählt, von Juli. Das war wirklich sehr schön, also das war so eine sehr poetische Sprache und da war ich sofort an Bord, das zu lesen. Familienromane sind an sich nicht so mein Ding, also ich habe da eigentlich kein Problem mit, aber ich lese das selten. Und ich habe jetzt aber Lust, mich hier reinzudingsen. Ich habe mir schon gedacht, das könnte schwierig werden, das in 3 Tagen zu lesen, aber es sind, weil es über 400 Seiten sind und ich ja auch andere Sachen zu tun habe. Aber das ist hier total groß geschrieben. Ich habe in letzter Zeit, das ist hier so eine Schrift, ich habe in letzter Zeit viel, weiß ich nicht, also vor allem Herr der Ringe, der ist so mini klein und die ganze Seite ist bedruckt. Also es gibt so einen ganz kleinen Rand nur, der nicht bedruckt ist. Ich weiß nicht, ich kenne Leute, die sagen, das fällt ihnen gar nicht auf, aber bei mir fällt das total auf, wie das Layout auf der Seite ist, weil man einfach viel länger auf einer Seite verbringt. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das schlecht ist oder so, aber es ist ein anderes Lesegefühl. Und hier ist die Schrift total groß und also ich finde es total angenehm auf den ersten Blick. Und ich fange jetzt einfach mal an, das zu lesen und halte euch auf dem Laufenden. Das Ganze wird dann darin gipfeln, dass ich übermorgen eine Rezension poste auf Instagram. Okay, ich bin auf Seite 19. ich habe schon direkt was zu sagen. Es wurde gerade also die Geschichte wird mit der Tochter eingeleitet, eine Schülerin. Und sie hat so eine. Sie ist beim Schuldirektor, weil sie ihren kleinen Bruder verteidigt hat gegen einen Bully, der ihren kleinen Bruder rassistisch angegangen ist. Und sie hat ihn verteidigt. Und ich bin direkt total drin in der Geschichte. Ja, irgendwie, keine Ahnung, der Schreibstil gefällt mir gut. Mir gefällt das Tempo auch. Also, die waren jetzt innerhalb von 2 Seiten oder so. War sie im Vorraum, dann im Lektorat. Wir hatten einen Flashback und jetzt ist sie im Auto mit ihrer Mutter. Das finde ich richtig gut. Und es ist, also, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade nur ein paar Seiten gelesen, aber ich bin total invested in dieses Mädchen, weil ich mich total reinversetzen kann, wie man sich als große Schwester fühlt, wenn man so Beschützerinstinkte seinem kleinen Bruder gegenüber hat und dann auch schnell wütend wird oder handgreiflich wird, wenn man seinen kleinen Bruder verteidigen muss. Das heißt, sie ist mir jetzt schon direkt sehr sympathisch. Moment, ich, ja, also keine Ahnung, ich freue mich gerade total. Aber ich bin im ersten Kapitel. Also, ja, super, super Einstieg für mich persönlich. Bisher fliegen wir so ein bisschen durch die Jahre, also nur durch 3 Jahre. Und kriegen immer so ein bisschen Szenen mit und erfahren, wie sich das Ehepaar kennengelernt hat und so ein paar Stationen in dem Leben von der Familie. Ja, naja, ich habe das, also es fühlt sich noch sehr einleitend an, also ich bin mal gespannt, was passiert. Ich glaube, die ganze Story kickstartet mit dieser Tragödie. Und ich mache mir jetzt natürlich ein bisschen Sorgen um meine Familie hier. Aber mir gefällt die Erzählung sehr, sehr gut. Also die Art, wie die Erzählung stattfindet, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob es mir gefällt oder nicht, ist der Dialog. Also auf der einen Seite total, weil er sehr natürlich ist und ich genau weiß, wie alles gemeint ist und wie es ausgesprochen wird und so. Aber gleichzeitig ist das auch so, weil er relativ basic ist. Also die Leute reden so, wie man redet. Also benutzen genauso Phrasen, die man tausendmal sagt, wenn man sich nicht selber nicht so mega clever findet, weil man so ein bisschen labert. Ja, und das ist irgendwie natürlich, aber irgendwie halt auch nicht so clever, sondern ein bisschen bla bla. Also da überlege ich gerade noch, ob mir das gefällt. Also
Papa ist so süß. Sehr ist die Geschichte aus zwei Perspektiven erzählt, aus dem von der Mutter und von der Tochter, also nur von, aus den weiblichen Perspektiven. Ich bin mal gespannt, ob das bleibt. Ja, aber also die Schwester und der Bruder, die sind echt niedlich. Ich habe ein bisschen Angst. Die beiden. Also die Tragödie, die passiert ist, war theoretisch vorherzusehen. Wenn man irgendwie beim Lesen mehr mitdenkt als ich, keine Ahnung, es war jetzt, also. Und ich bin jetzt ein bisschen, also ich glaube, ich bin, also es ist relativ gnädig, dass es jetzt schon auf Seite 50 oder so passiert ist. Weil ich war jetzt schon ziemlich invest und wenn das jetzt noch weitergegangen wäre, wäre ich halt richtig traurig gewesen. Und jetzt war das erst noch in den Anfang, deswegen fühlt es sich okay an. Also es fühlt sich nicht so an, als wollte die Autorin einen zerstören, aber es war jetzt trotzdem ganz schön krass. Also gerade der Umstand direkt nach der Tragödie ist aber jetzt eine sehr interessante Perspektive aufgetaucht, die ich ziemlich spannend finde. Mal gucken, ob die beibehalten wird. Ich schätze vielleicht nicht, aber vielleicht schon. Ja, also ich hätte insgesamt jetzt, ich hätte irgendwie mit einer anderen Tragödie gerechnet und ich würde mir vielleicht auch eine andere wünschen. Eine weniger traurige. Aber ja, dann lese ich mal weiter. Und jetzt ist der Punkt, in dem ich weiterlese und alles und gibt's traurig. Thank you.
erst 100 Seiten gelesen. Ich mache gerade eine kurze Pause. Das ganze Buch geht ja vor allem darum, wie die Geschichte auf diesen Schicksalsschlag reagiert, beziehungsweise den verarbeitet vermutlich. Und bisher, was ich vor allem gut finde, ist, dass ich die Familie gern mag. Also ich mag vor allem die Tochter. Und den Mann auch immer mehr. Und was ich nur bisher finde, dass die Familie relativ klassisch reagiert. Also es klingt ein bisschen unsensibel, so über eine Tragödie zu reden, die ich nicht weiter benennen werde. Weil das Buch ja erst rauskommt diese Woche und deswegen ist die meisten wohl noch nicht gelesen. Es ist eine Tragödie, die man schon mal gelesen hat, also vermutlich. Es ist jetzt nicht sowas total ungewöhnlich Nischiges, das noch in keinem Buch passiert ist, also kein Thema, das noch nie verarbeitet worden ist. Und dass ich jetzt automatisch auch vergleiche, wie ich es schon mal behandelt gesehen habe. Nicht, aber ich habe das Gefühl, die Leute verhalten sich ein bisschen schablonig. Obwohl das auch nicht gar nicht richtig. Also ich habe das jetzt relativ fix gelesen. Also ich habe mich nicht beeilt, es zu lesen, sondern es ist einfach schnell gegangen. Einmal, weil das Layout halt so ist, wie ich schon erklärt habe, aber auch, weil man es gut liest. Also es liest sich sehr angenehm und ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, wie es weitergeht. Also ich habe viel Spaß dabei, das zu lesen. Und ich frage mich auch an vielen Stellen, was Übersetzung ist. Also das Original ist dann ja Englisch, vermute ich. Ja, doch, das heißt, das Original ist The Shape of Family. Und ich würde das irgendwie ganz gern vergleichen an vielen Stellen, weil ich mich frage, wie gut die Übersetzung ist. Weil die ist an sich nämlich, finde ich, die ganze Prosa richtig cool. Bis auf so manche Stellen, an denen es mir ein bisschen weak vorkommt. Und weil ich jetzt eben, weiß ich nicht, weil ich dann eben überlege, okay, wie viel davon ist für die Übersetzung, wie viel ist beabsichtigt, beeinflusst das ein bisschen meine Art, wie ich drüber nachdenken kann. Es ist ein bisschen einfacher und weniger poetisch geschrieben, also es ist, die Sprache ist schon, also gerade dieser zum kleinen Prolog. Fuck. Jetzt fällt mir gerade der Prolog ein, was ist das wohl? Shit. Okay, ja, also, ja, man sieht, ich bin auf jeden Fall mega invested, was noch alles passieren wird. Mache ich mir wieder Sorgen. Ich hatte mir jetzt ein kurzes bisschen weniger Sorgen gemacht, weil die Tragödie schon passiert ist und jetzt mache ich mir wieder mehr Sorgen. Oh Mann, ey. Irgendwer muss auf diese Familie aufpassen und ich kann es nicht. Ohne Scheiß, ich habe jetzt gerade nur einen Satz weitergelesen und jetzt ist wieder was Schlimmes passiert. Also nichts objektiv Schlimmes, aber ich komme mir auch so verarscht vor, weil das ist wie beim letzten Mal, wurde es so halb angesprochen. Also es wurde schon im Vorfeld halb, also nicht halb, sondern als was Schlimmes geframed, was sich jemand Sorgen machen könnte vielleicht. Und jetzt ist es halt einfach so passiert. Einfach mit so einem, auch so dieser Satz, der erzählt es so schnörkellos, ba 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 ba, drauf los und ja, toll. Mann, die Arme, ey. Ja. Ich bin wirklich stolz auf die Tochter, die ist wirklich super. Richtig gut. Du machst das richtig gut. Und jetzt, wo ich das ausspreche, fange ich wieder direkt an, mir Sorgen zu machen. Es klingt so, als wäre es so ein Buch, das mit Absicht alles Dramatische passieren lässt, damit es möglichst traurig ist. Das Gefühl habe ich eigentlich gar nicht beim Lesen. Echt traurig. Ein bisschen feuchte Augen. Das Buch ist ja so in Parts unterteilt gerade, weil ich hier wohl in den zweiten Part vorstoße. Und da frage ich mich gerade, ob es überhaupt, wie ist denn der erste Part? Ah. Oh. So
So hieß der erste Part. Ich erinnere mich. Es ist richtig schön, das zu lesen. Es ist richtig schön. Also, das ist, glaube ich, so die schnellste Art, mich zu berühren mit einer Geschichte oder was auch immer, ist einfach Zeit. Also, wenn man einfach viel Zeit einbezieht und dann diese Zeit immer wieder erwähnt, wie viel Zeit vergangen ist, wie viel Zeit man verschwendet hat, wie viel Zeit man verloren hat oder wie viel Zeit man irgendwas gefühlt hat oder so. Also wenn es irgendwie viel Zeit ist, viele Jahre oder so, keine Ahnung, dann bin ich automatisch berührt, auch nur, wenn einfach nur nüchtern festgestellt wird, dass, ja, weiß ich nicht, dass das vor vielen Jahren passiert und das habe ich seitdem gefühlt oder so. Ja, warum ich das Buch gerne lese, ist, dass es so schnell geht. Also ich mag das immer nicht, wenn sich Szenen sehr lange ziehen. Und die Autorin beschreibt hier nicht viele Sachen, nicht ausführlich. Und es geht schnell voran. Also wie ich am Anfang gesagt habe, dass auf zwei Seiten schon drei Wechsel in der Szenerie waren, so ungefähr geht es auch weiter. Und jetzt sind wir hat schon mehrere Jahre in die Zukunft gesprungen und es fühlt sich nicht zu schnell an, aber es fühlt sich schnell an und das mag ich gern. Wir haben ein neues Love Interest, Micah. Ich sag nicht für wen, haha. Der nervt ja ultra, richtig heftig. Also ich glaube, es ist nicht mit Absicht so, dass er nervig ist, sondern er soll nett sein. Was mich freut für die betreffende Person. Und die Funktion, die er erfüllt, finde ich auch gut, aber er ist mega nervig. Und die lernen sich gerade erst kennen und ich bin schon total raus. Ja, das habe ich jetzt versucht, also obwohl ich hier nicht über den Inhalt groß rede, mich das jetzt so aufgestoßen, dass ich drüber reden musste. Jo. Er hat auch schon so geflirtet, indem er gesagt hat, was? Ein hübsches Mädchen, das die hässlichen Orangen liebt. Obwohl sie halt dabei stand und, keine Ahnung, sagt doch nicht Mädchen, wenn jemand erwachsen ist. Jetzt macht er sie an. Mit Gemüse. Es ist was ganz Besonderes, selbst Gemüse anzubauen. Du nimmst die winzigen Samenkörner aus der Tomate, die du zum Lunch gegessen hast, vergräbst sie tief in der Erde, unsichtbar für die übrige Welt. Du gießt sie und beobachtest und wartest. Und eines Tages lugt der erste grüne Trieb heraus und du weißt, dass du das gemacht hast. Du hast neues Leben entstehen lassen. Maika nahm eine Tomate aus der Kiste, dunkelrot, kugelrund, makellose Schale, und hielt sie hoch. Und dann kostest du. Er schloss die Augen, hielt sich die Tomate an die Nase, sog tief die Luft ein. Jeder einzelne Satz, der über Maikas Lippen kommt, ist dermaßen arrogant. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, dass den niemand nervig findet. Richtig krass. Ich habe so einen Trash-TV-Moment, dass ich so bin, so. Aber ich lese alleine ein Buch und niemand außer mir kennt Maika. Außer ihr habt das Buch gelesen, schreibt mir in die Kommentare, wie nervig ihr Maika findet. Immer wenn er was sagt, rieche ich es in meinem Kopf nach, wirklich. Ich lese so, alles was du dir wünschst, liegt jenseits der Angst. Und in meinem Kopf, ich was du dir willst, liegt jenseits der Angst. Ja. Sagt mehr über mich als über diese Figur. Das ist gerade irgendwie so heftig. Carina hat sich auf einen ganz neuen Lebensabschnitt eingelassen. Und man, also,
Man kriegt immer so Szenen mit und kann dann denen das Leben nachverfolgen von der Familie. Und deswegen geht es relativ fix und es geht ziemlich schnell. Deswegen geht man halt auch davon aus, dass Dinge, die natürlich, die irgendwie klar sind, stattfinden, obwohl man nicht von ihnen liest, wie das halt so ist in Büchern. Geht man davon aus, dass jeder aufs Klo gegangen ist an einem Tag, auch wenn man nichts davon gelesen hat. Aber sie hat jetzt diese Entscheidung, also sie hat jetzt diesen Schritt gemacht und anscheinend nichts davor irgendwie abgeklärt. Und die anderen Beteiligten haben sie auch überhaupt nicht aufgeklärt anscheinend. Sie ist jetzt einfach in dieser neuen in diesem neuen Lebensumfeld und hatte einfach davor gar keinen Plan, worauf sie sich einlässt. Und jetzt wird sie damit einfach konfrontiert. Und ich finde es ganz schön krass und ganz schön assi von allen Beteiligten. Und ich frage mich, warum Carina nicht. Na, ich weiß, warum Carina nicht genauer sich auf informiert hat. Aber es ist irgendwie hart. Also ich bin so ein bisschen sauer. Ich bin ein bisschen protective mit Carina. Ah ja, also es ist spannend. Ich mag alle vier Perspektiven, aus denen es erzählt wird. Gerne, unterschiedlich gerne. Okay, Maika nervt ganz schön heftig, er stellt so super tiefe Fragen. Aber es ist ein bisschen wie wenn einem eine Freundin ein Date vorstellt oder jemand oder einen neuen Freund oder so und man findet es ein bisschen nervig, aber man hat nicht, also die Sachen, die man nervig findet, sind so mega für einen persönlich nervig. Also sind nicht wirklich schlechte Eigenschaften, sondern einfach nur Eigenschaften, die einen selber halt nerven. Und sie hier, für die das Love Interest ist, scheint das alles nicht zu nerven, sonst finde ich das alles super cool und deep und fresh. Die Mutter ist ein bisschen anstrengend vielleicht, aber ich freue mich, also ich erwarte eigentlich, dass sich die Plots wieder ein bisschen miteinander verstricken. Was passiert gerade? Also weiß ich nicht, eine riesige Sache, die gerade passiert, der misstraue ich unfassbar. Ja, und ich bin noch nicht sicher, auf welche Art. Also ich habe viele Ideen, warum das ganz schlecht ist. Ja, aber ich weiß nicht genau warum. Ich weiß nicht, dass es ganz schlecht ist. Also eigentlich ist ja, sind alle Plot, also allen vier geht es nicht gut. Also allen vier geht es gut. Aber eigentlich nicht. Ja, ich rede schon wie Maika. Vertraust du mir etwa nicht? Sagte er scherzhaft. Nein, nein, das tue ich nicht. Ich finde es ganz interessant, dass jeder in der Familie auf seine eigene Art mit der Tragödie umgeht, aber gleichzeitig irgendwie alle auch gleich. Also alle flüchten sich in ein großes Projekt und versuchen und ziehen sich mit sich selbst zurück und arbeiten wenig auf und verdrängen. Aber dann doch auf unterschiedliche Art und Weise, aber schon auch alle ähnlich. Das Niesen gehört. Also bei ein paar Sachen nicht mehr. Ganz sicher in dem Plotstrang von diesem Familienmitglied und dem Endergebnis. Also da kann natürlich andere Sachen auch passieren, aber mit ein paar Sachen bin ich mir ganz sicher. Und ich hoffe dann aber, was Positives rauskommt. Also nichts Negatives. Ich habe ein bisschen. Ich sorge mich. Weiterhin. Mir fehlen jetzt noch so ungefähr 100 Seiten. Die werde ich jetzt, denke ich, einfach lesen und. Keine Ahnung, ich denke, Schatz, ich drücke die Daumen, aber wenn, weiß ich nicht, ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie der Prolog war, aber irgendwie.
musste ja noch zurück knüpfen. Ich hoffe, dass eine Figur jetzt was richtig Cooles, richtig Konstruktives, Durchdachtes macht. Ein bisschen Rest so ist, dass es anders läuft, aber ich hoffe. Ich bin jetzt schon stolz. Das Ende war nochmal heftig und sehr berührend. Ich hatte Gänsehaut, feuchte Augen, ganz Paket. Nenne ich das ganz Paket, ich habe nicht geschluchzt. Das ist irgendwie das Ding an dem Buch. Es passieren auf jeden Fall traurige Sachen und emotionale Sachen, aber es gibt dir nie einen Faustschlag ins Gesicht. Das finde ich angenehm. Aber nicht auf so eine Art. Also manchmal ist man mit Büchern ja einfach so distanziert. Und fühlt deswegen nicht so, wenn denen richtig schlimme Sachen passieren. Man ist schon ziemlich nah persönlich an den Charakteren dran und fühlt das auf jeden Fall mit, aber ja, aber es zerstört einen nicht. Also ich glaube auch absichtlich ist es so geschrieben, dass es einen nicht zerstört, einfach aus Nettigkeit der Autorin. Ja, genau, das Ende war jetzt nochmal sehr schön rund, da sind nochmal ein paar Sachen aufgegriffen worden und am Ende ist wirklich sehr viel dann rund gewesen, also man konnte nochmal. Alles wurde nochmal aufgebuttert, was dann auch ein bisschen, also war ein bisschen viel vielleicht. Also ich habe mir ein bisschen gedacht, okay, krass, dass das jetzt auch noch geklärt wird. Also so rund ist es, runder als ein echtes Leben ist. Ja, aber nicht, also nicht so, dass ich mir denke, unrealistisch, sondern schön und vielen Dank, denkt man sich eher. Ich habe das jetzt in 2 Tagen gelesen, also ich habe, also nicht mal 2 Tage, ich habe es gestern Abend erst angefangen und jetzt heute habe ich mir halt auch so viel Zeit zum Lesen genommen. Aber es ist sehr angenehm, das durchzulesen. Ich hatte jetzt überhaupt nicht einen Punkt, in dem, dass ich keinen Bock mehr hatte oder mir gewünscht hätte, ich müsste das jetzt nicht fertig lesen, denn ich wollte richtig gerne. Und ja, keine Ahnung, es ist total angenehm und ja, schön. Also ich weiß nicht, also. Ich bin jetzt sehr positiv überrascht. Also, wir haben hier, was uns verbindet. Und ja, weiß nicht, Leseempfehlung von mir. Ja. Ist, glaube ich, was für Leute, die das gerne mögen, über ein paar Jahre und mit mehreren Charakteren und so. Und auch sehr ernste Themen, aber nicht so ausleiernd erzählt. Also, es wird sich nicht so reingelegt in eine Sache. Oder in ein Gefühl, in ein Erlebnis, sondern es geht relativ fix. Aber nicht so, dass es auch hektisch rüberkommt und es ist auch nicht so albern. Ja. Ich hatte ja nochmal, ich hatte glaube ich nochmal aufgerufen, dass ich das mit den Dialogen vielleicht nicht so mega finde. Und ich glaube, also es ist mir dann nicht, also es ist mir jetzt nicht bei jedem Dialog so aufgefallen, aber es waren so ein paar Dialoge, da dachte ich so, irgendwie konnte ich mich dann nicht entscheiden, ist das jetzt einfach besonders natürliche wörtliche Rede oder. Irgendwie ein bisschen lahm, weil es ist extrem natürlich. Also auf jeden Fall, die meisten dieser Sätze habe ich auch schon mal gesagt, also so natürlich. Außer sie reden natürlich über spezifische Sachen dann nicht. Aber gerade der Smalltalk ist halt so total, ja, weiß ich nicht, solche Sachen sagt man halt im Alltag andauernd, wenn man nicht so genau weiß, was man sagen soll, man will so ein bisschen witzig sein, aber man hat auch nicht wirklich was Witziges zu sagen, dann redet man so. Man ist aber selber mit sich auch nicht zufrieden, dass man jetzt sowas sagt, sowas Unoriginelles. Ja, und irgendwie fand ich das gut, weil man halt genau weiß, was für eine Situation das ist. Also, man weiß genau, was für eine Szene, was für ein Gespräch das ist. Aber andererseits halt auch, hatte man auch dieses Gefühl, dass man halt in echt auch hat, dass man so sagt, oh, wirklich, diesen Witz hast du jetzt gemacht, denkt man sich. Also, ich tendiere ein bisschen zu zweiteren und dass ich so ein bisschen, aber nicht wirklich schlecht. Also, ich fand es auch irgendwo gut, genau dasselbe. Ja, also, weiß ich nicht, interessanter Stil. So super spannend, interessant, dass man jetzt die ganze Zeit nur über die Prosa nachdenkt, sondern man ist so ab und zu so, naja, toll. Ja, nee. Ja.
ich gedabbt. Davon werde ich mich nie erholen.